Wir sind ehrlich, unsere Vorfreude auf Kambodscha war ein bisschen getrübt, denn wir haben von vielen Reisenden gehört, dass Kambodscha vergleichsweise teuer sein soll und dass die Leute vor Ort unfreundlich und aufdringlich sind. Und wir waren jetzt selber 2 Wochen in Kambodscha und was davon stimmt und was nicht, das zeigen wir euch in diesem Länderguide. Viel Spaß! Bevor wir uns in die Highlights, die Kosten und die Route stürzen, wollen wir euch vorab ein paar allgemeine Informationen zu dem Land geben. Kleines FAQ, damit ihr wisst, vor allem was bei Einreise auf euch wartet. Wir starten mit der Lage. Kambodscha liegt in Südostasien zwischen Thailand, Laos und Vietnam, hat 17 Millionen Einwohner und ist flächenmäßig etwa halb so groß wie Deutschland. Die beste Reisezeit in Kambodscha ist in der Trockenzeit und die geht von Mitte Oktober bis April. Wobei die Monate zwischen November und Februar am besten sind, denn danach, so ab März, wird es schon ziemlich heiß und ab April beginnt dann eben die Regenzeit. Für die Einreise nach Kambodscha brauchst du ein Visum. Da hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du beantragst vorab ein Online-Visum, das dauert so 3 Tage Bearbeitungszeit, oder du machst ein Visa on Arrival direkt bei Einreise. Beides kostet ungefähr $36 und ist 30 Tage gültig. Aber nicht alle Visa werden an allen Grenzen akzeptiert, also schaut mal beim Auswärtigen Amt, welches Visa wo akzeptiert wird. Wir selbst waren 2 Wochen lang in Kambodscha unterwegs und wir würden sagen, das war eigentlich auch so der perfekte Zeitraum. Also in 2 Wochen kannst du so die besten Highlights sehen, ohne dich stressen zu müssen. Ein bisschen mehr Zeit ist sicherlich aber auch nicht schlecht. Jetzt wird es etwas kompliziert, weil Kambodscha hat 2 offizielle Währungen. Einmal den einheimischen kambodschanischen Riel und einmal US-Dollar. Beide Währungen werden gleichermaßen genutzt und Preise werden auch meistens in beiden Währungen angegeben und es gibt auch einen festen Wechselkurs dazwischen. Als wir da waren, war das 1 zu 4.000, also 1 US-Dollar entspricht 4.000 Riel. Und das Ganze wird kompliziert, weil sie es oft miteinander vermischt. Also ein Beispiel, etwas kostet 3 Dollar, ihr bezahlt mit einem 5-Dollar-Schein und kriegt 1 Dollar und 4.000 Riel zurück. Jetzt in dem Beispiel kann man es relativ leicht nachvollziehen, aber sobald es halt ein größerer Betrag ist und ihr kriegt 2 verschiedene Währungen zurück, wird es echt kompliziert. Daher würden wir empfehlen, einfach alles in Riel zu zahlen, vor allem weil halt Dollarnoten oft nicht akzeptiert werden. Also sobald die einen kleinen Riss oder nur einen kleinen Fleck haben, lassen die überhaupt nicht mit sich diskutieren. Von daher Riel, die können auch ruhig ein bisschen älter sein, da sind die nicht ganz so pingelig. Aber man muss pro Abhebung etwa 4 bis 5 Euro zahlen und Kreditkarten. Zahlung ist auch keine Alternative, weil das kostet eigentlich immer eine extra Gebühr, meistens so um die 3%. Ob Kambodscha teuer ist, kommt so ein bisschen darauf an, von wo man guckt. Also wenn man aus Deutschland kommt, dann wird einem Kambodscha wahrscheinlich günstig vorkommen. Wenn man vorher in Thailand, Laos oder Vietnam unterwegs war, dann ist Kambodscha vergleichsweise teurer. Und man bekommt eben einen ähnlichen Standard, der aber in anderen Ländern in Südostasien einfach günstiger ist. Aber insgesamt kann man Kambodscha, glaube ich, schon noch als Low-Budget-Destination bezeichnen. Unser erstes Highlight ist die Hauptstadt von Kambodscha und zwar Phnom Penh mit 2,3 Millionen Einwohnern, die mit Abstand größte Metropole des Landes. Und uns hat die Stadt auf jeden Fall positiv überrascht, die ist wirklich sehr modern und hat uns sogar so ein bisschen an eine kleinere Version von Bangkok erinnert. Was zu einem Besuch in Phnom Penh auf jeden Fall dazugehört, ist ein Besuch des königlichen Palasts, der schön, aber auch relativ teuer ist. Was aber unserer Meinung nach noch viel wichtiger ist, weil keinem Besuch in Phnom Penh oder generell in Kambodscha fehlen sollte, ist die Auseinandersetzung mit der jüngeren Vergangenheit Kambodschas und mit dem Genozid an der eigenen Bevölkerung während der Herrschaft der Roten Khmer von 1975 bis 1979. Und was damals geschehen ist, das kann man sehr eindrucksvoll sehen im Tuol Sleng Genocide Museum und auch in den Killing Fields. Wir würden bei beiden Städten auf jeden Fall empfehlen, einen Audioguide zu nehmen, weil man dann da wirklich sehr viel erfährt. Und die Besuche sind auf jeden Fall sehr ergreifend, aber man sollte es auf jeden Fall machen, denn es gehört einfach zu Kambodscha dazu. Unser nächstes Highlight ist die Stadt Kampot, die vor allem für ihre schöne Kolonialarchitektur bekannt ist und auch am Fluss liegt. Da kann man ein paar schöne Sonnenuntergänge sehen an der Flusspromenade. Das ist auf jeden Fall richtig schön gewesen. Was man auch machen sollte, ist sich einen Roller mieten. Das kann man überall in der Stadt machen und dann einen Ausflug zum Bokor Hill machen. Das ist so ungefähr 1000 Meter in der Höhe, ein bisschen kühler, ganz angenehm und ein wirklich weirder Platz meiner Meinung nach, weil da sind ganz viele alte, verlassene Gebäude, teilweise richtig prachtvoll oder auch so im sowjetischen Stil gebaut. Und er ist einfach ein sehr eigenartiger Platz und irgendwie komisch zu sehen. Es gibt auch irgendwie noch eine alte verlassene Kirche, die dann einfach irgendwo so in der Mitte auftaucht. Es gibt auch ein paar buddhistische Tempel, die noch da sind. Also es ist irgendwie ein wilder Mix. Was man auch noch mitnehmen sollte, ist ein Sunset beim Yellow Sun Kampot. Das ist so ein bisschen außerhalb der Stadt. Kann man sich einfach einen Tuk-Tuk nehmen und dahin fahren. Das liegt so richtig schön und idyllisch an einem Fluss. Man kann auch ins Wasser gehen, Cocktail trinken. Das ist so perfekt, um den Tag ausklingen zu lassen. Als nächstes kommen wir zu einem Highlight, was man so in Kambodscha vielleicht gar nicht erwarten würde. Und zwar ist es die paradiesische Insel Koh Rong. Die steht den Inseln in Thailand wirklich in nichts nach. Auch hier findet ihr wunderschöne Strände mit Palmen und Glas klarem Wasser. Der Hauptort auf der Insel ist der Khao Tatch Beach, den fanden wir jetzt selbst nicht so schön,
Aber man kann von dort aus auch einen Roller mieten und dann ein bisschen über die Insel fahren, zum Beispiel zum Coconut Beach. Der ist so richtig ruhig gelegen, da haben wir nur ganz wenig andere Leute getroffen. Oder auch zum Longset Beach, der ist richtig schön, so ein ganz langer weißer Sandstrand, wo man auch gut baden gehen kann. Und zum Sonnenuntergang solltet ihr zum Long Beach fahren. Der liegt an der Westseite der Insel und der ist wirklich unendlich lang. Da kann man auch richtig schöne Strandspaziergänge machen und der Sunset da ist wirklich traumhaft schön. Es gibt aber auch noch eine weitere paradiesische Insel, die trägt den kreativen Namen Korong San Loe. Das ist so die Schwesterinsel, nochmal eine Ecke kleiner, nochmal eine Ecke ruhiger als Korong selbst. Beide Inseln sind mit regelmäßigen Bootsverbindungen miteinander verbunden und Korong San Loe ist wirklich extrem gechillt. Also es gibt eigentlich quasi keinen Verkehr auf der Insel, weil es keine Straßen gibt. Und wenn man einfach nur irgendwie chillen möchte, dann ist das auf jeden Fall die bessere von beiden Inseln, weil die Strände sind wirklich traumhaft schön, sehr ruhig und entspannt. Wir haben uns da richtig was gegönnt. 2 Nächte im Sara Resort, die teuerste Unterkunft unserer Weltreise bisher, war aber auch einfach richtig schön und auch mal nötig gewesen, einfach mal die Seele baumeln zu lassen und nichts zu tun. Man kann aber auch sonst kleinere Wanderungen machen an die andere Küste, wo noch ein Strand ist oder zu einem Leuchtturm. Aber wenn ihr einfach nur chillen wollt, dann ist Korong San Loe auf jeden Fall die richtige Adresse für euch. Aber was man auf Korong und Korong San Loe auch machen kann, ist fluoreszierendes Plankton sehen. Wir haben dazu eine Tour gemacht, um das zu sehen, aber es war leider Vollmond bei uns. Das heißt, es war leider nicht so sichtbar wie sonst. Sonst kann man das einfach zur richtigen Zeit einfach am Strand sehen. Das ist auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Naturphänomen. Das Beste kommt zum Schluss und das ist in diesem Fall natürlich Angkor Wat. Viele Touristen kommen nur nach Kambodscha, um sich Angkor Wat anzuschauen. Und das ist auf der einen Seite natürlich schade, weil Kambodscha noch viel mehr zu bieten hat. Aber auf der anderen Seite ist es auch verständlich, denn alleine Angkor Wat würde schon einen Besuch dieses Landes einfach rechtfertigen. Angkor Wat ist die größte religiöse Stätte der Welt und die Ausmaße sind auch wirklich beeindruckend. Zwischen den einzelnen Tempeln sind wir mit dem Tuk-Tuk rumgefahren und man kann dort mehrere Tage verbringen, ohne alles sehen zu können. Besonders beeindruckend fanden wir die Tempelanlage Thap Rom, nicht nur weil der Tomb Raider gedreht wurde, sondern weil die einfach riesig ist und noch relativ gut erhalten und man kann da überall durchlaufen. Und was besonders cool ist zu sehen, ist, wie die Natur sich das Ganze zurückerobert. Man sieht dann da so riesige, mächtige Baumstämme durch die Steine wachsen, also das hat uns auf jeden Fall sehr beeindruckt. Und dann natürlich Angkor Wat selbst, der Haupttempel, das bekannteste Motiv überhaupt. Da würden wir euch empfehlen, zum Sonnenuntergang hinzugehen. Denn dann leert es sich schon so langsam. Wir waren im Endeffekt die Letzten, die noch auf dem Gelände waren, hatten dann diesen tollen Blick da drauf, ohne viele Touristen. Und das Ganze wurde durch die Sonne in goldenes Licht getaucht. Das war auf jeden Fall ein ganz, ganz besonderer Moment, den wir nicht mehr vergessen werden. Das waren unsere Top 5 Highlights in Kambodscha, die wir in den 2 Wochen gesehen haben. Natürlich gibt es noch viel mehr zu sehen. Wir haben nochmal 4 Honorable Mentions, die mit Sicherheit auch einen Besuch wert sind. Krathi, einer der wenigen Orte, an dem man die Irrawaddy-Flussdelfine sehen kann. Kep, was in der Nähe von Kampot liegt und besonders für den Krabbenmarkt bekannt ist. Tonle Sap, der flächenmäßig größte See Südostasiens. Und Battambang, die Künstlerstadt Kambodschas und bekannt für den Bamboo Train. Dann kommen wir jetzt zur Route, machen das allerdings im Schnelldurchlauf, damit es nicht zu lange dauert. Falls euch das genauer interessiert, dann schaut auf unserem Blog vorbei, www.betterbeyond.de. Da sind alle Infos drauf, mit welchen Unternehmen wir das gemacht haben, wie lange was gedauert hat, was alles kostet. Wir machen jetzt einfach mal die Route ausgehend von Phnom Penh. Das kommt natürlich darauf an, wo ihr herkommt. Ihr könnt es sonst einfach umdrehen oder je nachdem, wie ihr es braucht, halt gestalten. Wir starten in Phnom Penh, der Hauptstadt. Von dort aus sind wir 4 Stunden nach Kampot gefahren. Danach ging es weiter mit dem Zug von Kampot nach Sihanoukville. Das hat ungefähr 2 Stunden gedauert und Sihanoukville ist eine Küstenstadt und der Ausgangsort für die Fähre nach Korong und Korong San Loe. Wir sind da auch mit der Fähre nach Korong gefahren, dann zwischen Korong und Korong San Loe auch mit dem Boot und dann von Korong San Loe zurück nach Sihanoukville. Und dann wird es etwas komplizierter für die Strecke nach Siem Reap, weil es gibt keine direkte Straße, die die beiden Städte miteinander verbindet. Man muss immer einen kleinen Umweg über Phnom Penh fahren. Das kann man entweder an einer Strecke machen oder auch mit einem Nachtbus von Giant Ibis oder alternativ, so haben wir es gemacht, wir haben es nämlich aufgesplittet, also 4 Stunden von Sihanoukville nach Phnom Penh, eine Nacht in Phnom Penh und dann am nächsten Tag nochmal 7 Stunden von Phnom Penh nach Siem Reap, was dann unser letzter Stopp war, um Angkor Wat zu sehen. Nochmal 2, 3 Worte zum Transport allgemein in Kambodscha. Der ist eigentlich relativ leicht zu organisieren, wie überall hier in Südostasien. Es gibt ganz viele Travel Agencies oder im Hostel könnt ihr einfach nachfragen oder online buchen bei Wontogoo Asia oder Bookaway. Das ist wirklich easy going. Aber unserer Erfahrung nach ist der Transport grundsätzlich etwas unzuverlässiger. Also wir mussten eigentlich jedes Mal, wenn wir ein Van oder Shuttle gebucht haben, darauf warten. Wir wurden häufig noch umverfrachtet, kurzfristig hatten noch die ein oder andere Panne gehabt. Also das war in anderen Ländern irgendwie ein bisschen zuverlässiger, aber es war trotzdem noch okay gewesen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, Kambodscha gehört jetzt nicht zu den allergünstigsten Reiseländern, aber ist global gesehen schon auf jeden Fall noch eine Low-Budget-Destination. Wir waren jetzt allerdings nicht ganz so günstig unterwegs, was auch daran liegt, dass wir zum einen Besuch aus Deutschland hatten und dann da ein bisschen teure Unterkünfte zum Beispiel genommen haben und zum anderen eben auch nur 2 Wochen lang durch das Land gereist sind. Und wenn man etwas schneller unterwegs ist, dann sind die Kosten auch meistens etwas höher auf den Tag gerechnet.
Wir haben auf jeden Fall im Durchschnitt pro Tag pro Person 48,20 Euro ausgegeben und damit ist Kambodscha tatsächlich das zweiteuerste Land unserer bisherigen Weltreise. Auf Platz 1 steht Costa Rica und ehrlich gesagt hätten wir jetzt nicht damit gerechnet, dass Kambodscha Platz 2 einnimmt. Aber wie das im Detail bei uns aussah, das seht ihr jetzt. Starten wir mit der teuersten Kategorie, wie immer bei uns, bei den Vielfraßen, Essen und Trinken. 15,40 Euro pro Person pro Tag, also wirklich extrem viel. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir wirklich viel in Restaurants gegessen haben, jetzt wenig Streetfood und so weiter. Wir haben auch mal eine Portion Fried Rice für 2-3 Dollar gekriegt, aber haben dann im Endeffekt irgendwie meistens in Restaurants halt irgendwie ja teilweise 5-6 Dollar für Essen bezahlt, dazu auch nochmal einen Cocktail getrunken oder auch mal ein Bierchen und so weiter. Von daher, da kann man auf jeden Fall viel sparen, aber es ist jetzt nicht so wie in Laos, wo man irgendwie für 2 Euro so richtig geiles, vollwertiges Gericht im Restaurant bekommt. Da ist Kambodscha dann doch schon spürbar teurer als die Nachbarländer. Für Unterkünfte haben wir im Schnitt 13,80 Euro pro Person pro Nacht ausgegeben und das ist eigentlich voll der gute Wert. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass wir immer Doppelzimmer mit eigenem Bad und Klimaanlage hatten und wirklich sehr schöne Hotels. Also das war alles immer ein richtig guter Standard. Und wir haben uns in Kambodscha sogar das teuerste Hotel unserer gesamten Weltreise gegönnt. Und zwar auf Korong Sanloem, da hatten wir ein Bungalow für 54 Euro pro Nacht, was den Schnitt natürlich extrem nach oben zieht. Und dann sind wir trotzdem bei 13,80 Euro gelandet. Also Unterkunftspreise sind in Kambodscha echt vollkommen fair. Für Transport haben wir 9,90 Euro pro Person pro Tag ausgegeben. Ich meine, das ist jetzt natürlich in erster Linie der kurzen Aufenthaltsdauer geschuldet. Wenn man nur 2 Wochen in einem Land ist, dann ist das proportional pro Tag natürlich mehr, als wenn man jetzt 6 Wochen in Laos ist. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Transporte in den Vans und Shuttles und so weiter schon relativ teuer sind. Und was vor allem extrem teuer ist, unserer Meinung nach, sind die Fährfahrten oder auch die Überfahrt von Korong nach Korong Sanloem. Aber das ist halt leider alternativlos. Für Aktivitäten haben wir 59 Euro pro Person in den 2 Wochen ausgegeben. Und da ist der Hauptfaktor natürlich der Eintritt zu Angkor Wat. Dafür haben wir für einen Tag 35 Euro ausgegeben. Und der Rest setzt sich zusammen aus Tempelbesuchen und Museumsbesuchen in Phnom Penh. Für das Visa, wir haben vorher ein E-Visa beantragt, haben wir 33 Euro pro Person bezahlt. Für Internet, also für eine SIM-Karte, und mobile Daten haben wir 9 Euro bezahlt und wir haben uns eine SIM-Karte von Cellcard gekauft und hatten für 30 Tage 20 GB. Für Abhebungsgebühren haben wir, obwohl wir eine kostenlose Reisekreditkarte von Barclays haben, trotzdem nochmal 7 Euro pro Person gezahlt. Für unser Fazit greifen wir unsere Anfangsstatements wieder auf und müssen wirklich sagen, unsere Vorfreude war echt getrübt gewesen, weil als wir im Süden von Laos waren, haben wir natürlich viele Leute getroffen, die aus Kambodscha waren und die haben wir dann öfters mal gefragt, hey, wie war es in Kambodscha? Und die Antwort war immer, ja, ging so. Nicht so geil, war nicht so cool. War ich einmal, muss ich nie wieder hin. Die Leute waren wirklich unfreundlich gewesen und nervig und so weiter. Deswegen sind wir so ein bisschen voreingenommen reingegangen, aber wurden dafür im Endeffekt positiv überrascht. Also wir fanden die Leute eigentlich ziemlich freundlich. Die meisten, die wir getroffen haben, waren echt nett und konnten auch gut Englisch. Natürlich versucht man mal, den einen oder anderen Touristen abzuziehen. Der Tuk-Tuk-Fahrer will ein bisschen viel Geld, ist ein bisschen aufdringlich und so weiter. Das gibt es aber in anderen Ländern auch. Also das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von Kambodscha, dass die Leute vielleicht ein bisschen aufdringlich und nervig sind. Im Großen und Ganzen haben wir uns eigentlich sehr wohl gefühlt und das zeigt mal wieder, man sollte immer unvoreingenommen in ein Land reisen und seine eigenen Erfahrungen machen. Trotzdem wird Kambodscha jetzt nicht unser Lieblingsland in Südostasien. Also es hat uns gut gefallen und wir haben die 2 Wochen vor Ort auch genossen. Aber es ist jetzt wirklich kein Land, wo wir so extrem viel Zeit noch verbringen wollen würden. Dafür ist es dann auch doch einfach zu teuer. Aber eine Reise lohnt sich auf jeden Fall dahin. Also wir können es weiterempfehlen. Und falls ihr nochmal was nachlesen wollt, dann schaut gerne mal auf unserem Blog vorbei unter www.betterbeyond.de. Da haben wir alle Infos aus diesem Länderguide auch nochmal ganz ausführlich aufgeschrieben. Und ja, wir freuen uns, wenn wir den einen oder anderen dazu überzeugen können, mal nach Kambodscha zu reisen. Hoffen, das war hilfreich und sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.